Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozor hier. Und Partei des 1000 Day Celebration Events ist nun online. Wir werden uns demnach alle Informationen anschauen. Und ihr seht natürlich schon, LL Bojack ist natürlich mit am Start. Und ich finde, das Bild haben sie hier cool gemacht, auf jeden Fall. Anyways, wir schauen uns erstmal sofort, ohne groß drum rumzureden, die ganzen Informationen an. Was ist online? Was wird uns erwarten? Etc. etc. Im Prinzip steht das hier schon. Das dreht sich Main Events, sage ich mal, LL Bojack und das Extreme Z Awakening von den Strength Broly. Aber Part 2 Login Boni ist schon online, wir werden uns nähere Informationen gleich ansehen, worauf ihr achten müsst. Selbes gilt für die Missionen. Ein Dragon Stone Sale ist ebenfalls online, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ob ihr da was mitnehmen wollt. Wenn ihr dann vergünstigt Stones kommen wollt, dann könnt ihr das natürlich über den Shop von Rajit Uchiha. Der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn aus. Und genau, Bojack, sein Banner ist online, sein Banner werden wir uns auch gleich näher anschauen. Dieser Bojack, quasi den ihr auf dem Banner seht, wird zu LL Bojack. Dann haben wir das Story-Event von Bojack von damals, ist wieder online, denn wir brauchen da unter anderem ein paar Medaillen, um ihn zu awaken. Wir schauen uns aber, wie gesagt, alles gleich näher an. Ich will nur kurz die Informationen listen, was in-game ist. Das Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma bzw. Rage Vegeta-Event ist Story-Event, ist wieder online. Heißt, ihr könnt da einmal Pudding-Farm gehen, etc. etc. Das wurde auch geresettet im Barbershop oder euch die Medaillen holen, falls ihr sie noch nicht habt. Genau. Das alles ist online, was wir uns gerade angesehen haben, aber alles zu Broly, das Extreme Z Battle, Extreme Z Awakening, die Banner von Broly, die kommen erst am 14. Februar, 8.30 Uhr unserer Zeit, das ist diesen Samstag. Da kommt zum einen das Banner zu Broly, das war wie bei der letzte Super Saiyan 3 Goku genauso, da hat er auch ein Banner bekommen. Da könnte man mit Tickets da summon. Würde ich trotzdem empfehlen, da diese Packs nicht zu kaufen. Aber in dem Banner selbst werden dann Broly gefeatured sein, der Strength Broly, der ein Extreme Z Awakening bekommt. Kaioken Blue Goku, wie wir sehen, und falls es sich nicht ändert und wie ein JP sein wird, Super Saiyan 4 Vegeta. Genau, das Battle dann, das Extreme Z Battle, kommt ebenfalls am 14. Februar, Samstag, 8.30 Uhr unserer Zeit. Und ja, zusammen mit dem Pack hier. Genau, Hybrid Saiyan Kazui Banner kommt dann ebenfalls online, denn, das passiert auch zur selben Zeit, Samstag, 8.30 Uhr, denn die Hybrid Saiyans sind stark gegen Broly, sie machen Bonusschaden gegen Broly, so wie das bei Goku die Resurrected Warriors waren, sind das in dem Fall bei Broly die Hybrid Saiyans. Alles klar. Nun zum Banner von Bojack. Ja, Legendary Summon Banner ist nun online. Ihr könnt da unter anderem den Bojack holen. Wir werden uns Näheres gleich zu ihm anschauen, was für Medaillen ihr braucht, wie in Awake, was er kann. Da sind noch viele andere Charaktere. Es sind insgesamt 14 SSR, Leute. 14 SSR sind in dem Banner. Schon mal außen vorweg, es sind noch alle LR-Charaktere in dem Banner. Aber ob ihr summon solltet, ich würde euch eher raten, in so einem Banner nicht zu summon, auch wenn es ein LR-Karte ist, auch wenn alle LR gefeatured sind. Denn wenn wir mal kurz den Screen switchen, dann sehen wir, 14 SSR sind wirklich sehr viele SSR. Und wir wissen ja, dass von einem Banner SR-Drops sind 10%, dabei gelten 5% für die Anzahl an gefeatureden Charakteren bzw. an die gefeatureden SSR. Und hier sind das 14 Stück, wenn ich nicht verzählt habe. Heißt, wenn wir da die 5% nehmen und die auf die 14, Anzahl 14 der SSR teilen, dann sind das grob jetzt so Pi mal Daumen 0,3% ungefähr für ein SSR, der hier droppt. Ja, für ein SSR. Und darunter zählt auch Bojack. Und die restlichen SSR werden für die nicht gefeatureten aufgelistet bzw. aufgeteilt. Und da sind auch alle LR drinnen, alle anderen LR. Aber wie gesagt, ich würde eher euch jedem empfehlen, vor allem Free-to-Play-Spieler, spart eure Stones für einen großen Banner wie der von Vegito Blue und Strength Rosé. Wann sie kommen werden, das sollte vor dem dreijährigen Jubiläum der Fall sein. Dieses am Juli, heißt, ich rechne Zeitraum Juni damit. Also Zeitraum Juni, dass Vegito Blue und Rosé kommen. Wer wird der nächste Charakter sein? Also nach Bojack, nach der ganzen Celebration, das könnte höchstwahrscheinlich Super Saiyan 3 Bardock sein. Aber das könnte dann Ende April, Anfang Mai erst der Fall sein. Genau. So, fürs erste Awakening von Bojack, also falls ihr ihn zieht, also dieser Bojack, braucht ihr einmal 7 Bojack-Medaillen. Diese Bojack-Medaillen sind vom Story-Event, das online ist. Das werden wir uns gleich anschauen, auf welcher Stage sie droppt. Und 7 von den Nimbus-Medaillen. Diese Nimbus-Medaillen braucht ihr, beziehungsweise bekommt ihr aus den Supreme-Kai-Missionen über die Dokkan-Event-Missionen. Könnt ihr mal gerne reinschauen, ich habe uns auch ein Video gemacht für nähere Informationen. Und damit ihr dann Bojack den Tailway auf LR-Status bringt, braucht ihr von jedem seiner Crew, also die Medaillen, die ihr seht, von seiner Crew, das sind von den 4 Charakteren, jeweils 12 Stück der Crew. Diese droppen auch aus dem Story-Event von Bojack. Was kann Bojack sein Leader-Skill?
Er gibt dem Extreme Int-Charakteren Ki plus 4 auf jeden Attribut 100%, Super Int-Charakteren Ki plus 2 auf jeden Attribut 70%. Mit der ersten Ulti macht er Colossal Damage, verringert die Verteidigung des Gegners stark. Mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage und erhöht Extreme Type Allies Angriff um 40% für eine Runde. Seine Passive ist sehr, sehr interessant, sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Er bekommt so immer auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% und zusätzlich, je höher seine HP sind, je höher sein Leben ist, bekommt er höheren Angriff bis zu 70%. Heißt, wenn wir Full Life sind, bekommt er 70% Angriff. Je weniger es wird, bei der Mitte sind es dann 35%. Also wenn wir 50% Leben haben, wären das 35% Angriff. Und andersrum ist das für die Verteidigung. Heißt, je weniger Leben er hat, desto mehr Verteidigung bekommt er bis zu 70% maximal. Links hier sind der Hera-Clan, Galactic Warriors, Big Bad Bosses, Thirst for Conquest, Shattering Limit, Revival, Legendary Power. Und er ist in der Kategorie... Was? Kategorie. Resurrected Warrior und natürlich in JP Movie Bosses. Zudem dieser SR Goku kann sich awaken von seinem Banner mit den Goku-Medaillen. Wenn man ihn awaked, wird er zum SR. Er Change Agility Orbs in Change Agility Keys in Strength, klar. Und bekommt auf den Angriff Verteidigung 30%. Genau. Wie gesagt, Vegeta Event ist online. Könnt ihr gerne mal reinschauen, euch alles mitnehmen, was ihr nicht mitgenommen habt beim letzten Mal. Da euch die Puddings wieder erfarmen und den Barbershop einlösen. Jetzt hat es ganz geladen. Die Stages wurden nicht geresettet, heißt, wenn ihr das schon gemacht habt, bekommt ihr nicht wieder die Dragonstones, das ist aber klar und logisch. Und ansonsten, wenn ihr nähere Informationen dazu wollt, am besten schaut ihr dann zu dem Video dazu euch an, was ich damals gedroppt habe. So, zum Story-Event, wo ihr die Medaillen holen könnt, da geht ihr einmal hier rein. By the way, dieser Gohan hier, wenn ihr ihn euch awakt, das ist ein Free-to-Play-Gohan, der droppt hier auf Stage so und so. Das sind die ganzen Charaktere, die durch die Medaillen Awaken bekommen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dieser Gohan droppt auf Stage 9. Man kann Awaken zum Super Saiyan Gohan Teen. Dieser würde LR Gohan 50% auf seinen Angriff geben. Aber ich empfehle euch nicht, für LR Gohan den hier zu erfahren, weil das ist sehr ressourcenreich. Da erfarmt ihr euch lieber aus dem Barbershop den Strength Super Saiyan Gohan, wenn ich euch das zeigen darf. Und by the way, nicht wundern. Das ist ein zweiter Call für News einfach nur, ja. Wir schweifen ganz kurz ab zu LR Gohan, damit ihr das wirklich, also das geht mit viel weniger Effort, wenn ihr euch diesen Gohan hier holt. Wo ist der Dude? Hier aus dem Barbershop, ja, dieser Gohan gibt dann auf UR 100% auf den SSR Int LR Gohan, also sofern er noch SSR ist, so wie er gedroppt ist, und nicht 50% wie den aus dem neuen Event von Bojack, bzw. aus dem alten Event, farmen könnt. Das ist viel ressourcenreicher. Ich würde da eher aus dem Gohan aus dem Barbershop holen. Für diejenigen, die da endlich gewartet haben, dass das Event zurückkommt, um LR Gohans Essay zu farmen, damit ihr da Bescheid wisst. Genau. Aber zu den Medaillen selbst, zur Stage selbst. Arigato gozaimasu. Und zwar, wir brauchen ja Bojack-Medaillen, die droppen auf Stage 7. Könnt ihr einmal machen, dann droppen die Bojack-Medaille fürs Erste Awakening 7 hier. Dann 7 von den Nimbus-Medaillen. Dann braucht ihr von der ganzen Crew, die droppen auf Stage 8, jeweils 12 Stück, wie gesagt. Die könnt ihr euch da holen. Wenn ich euch kurz zeigen darf, wo die Nimbus-Medaillen sind, damit ich das mal kurz refreshe, damit ihr das nicht, beziehungsweise diejenigen, die das vergessen haben. Ihr geht hier auf Supreme Kai's Trial, schaut auf Quest, wo wir die Supreme Kai's Stones und Potara-Medaillen bekommen. Klickt ihr auf Events und da sind dann quasi die Missionen gelistet und hier bekommt ihr die Nimbus-Medaillen für so und so, wenn ihr das und das macht in der jeweiligen Stage. Genau, kommen wir zu den letzten beiden News, zu den letzten beiden Sachen. Login-Boni und Special-Mission, auf was ihr da achten müsst, auf was ihr da achten solltet auf jeden Fall. Login-Boni, wir bekommen jetzt über 10 Tage jeden Tag einen Stone, jeden Tag ein Ticket wieder. Und nicht wundern, diese Tickets, wir sind die alten Tickets, die hättet ihr nicht einlösen müssen. Solange der Banner online ist, könnt ihr die Tickets einlösen und auch die von Part 1 quasi. Fürs erste Login bekommen wir 10 Stones, wie gesagt, Ticket über die nächsten 10 Tage, das sind schon mal 10. Und über die Mission bekommen wir dann jeden Tag 2 Tickets, heißt wieder 30 Tickets, insgesamt 60 Tickets. Was müsst ihr dafür machen? Im Prinzip genau dasselbe für die Tickets. Wenn ihr daily 10 Stamina verbraucht, 30 Stamina, bekommt ihr 2 Tickets. Ansonsten, wenn ihr ohne Limit in dieser Periode, in den nächsten 10 Tagen, 1000 Stamina verballert, bekommt ihr Diamantstatue, schätze ich mal, ist das von Herkul. Wenn ihr ein Extreme Z Awakening performt, ja, das wird dann später der Fall sein, am Samstag, bekommt ihr 3 Dragonstones, wenn ihr eine Stage 3x klärt, 5x, 10x, 5 etc. etc., bekommt ihr weitere Stones, ja, jeweils 1 und am Ende dann 2 für 30 Mal, wenn ihr irgendeine Stage clearen. Ansonsten wäre es das für die ganzen Informationen. Ich hoffe, das Ganze hat euch an der Stelle gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.